Wir machen weiter hier bei unseren Tricky Doors. Und ich habe noch nicht in die Blumen gezoomt. Hier gibt es bestimmt eine blaue Blume. Aber nur die blaue bitte. Die anderen nicht einfach umbringen. Was viele Leute nicht wissen, ist, Blumen pflücken ist Mord. Blumen sind auch Lebewesen. Laut Definition sind Blumen auch Lebewesen, so wie ich das mitgekriegt habe. Das bedeutet, wenn ihr Blumen pflückt, tötet ihr Lebewesen. Liebe Vegetarier da draußen. Vor allen Dingen, ihr esst sie teilweise auch noch. Oh, guck mal hier, da ist noch ein Vogel, der nach Osten fliegt. Nummer 4. Sonst noch irgendwo? Ach, hier oben ist noch ein Vogel. Warte mal, den habe ich auch noch nicht auf. Der fliegt nach Westen. Auch Nummer 4. Und andere Vögel sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Oh. Oh, da ist ein Ei drin. Die Vögel haben ihre Nester weit weg von den Menschen gebaut. Jetzt macht alles Sinn. Und da ist ein Kristall drin, ist klar. Ist klar. Der Vogel hat einen Kristall geschissen. Ja, der hat ihn vorher gefressen. Und dann ausgeschissen. Dann hat er halt gedacht, das wäre ein Ei. Ein blaues Ei. Es ist halt ein leicht behindertes Ei. Aber auch behinderte Eier haben ein Recht auf Leben, oder? Das hat die Mutter sich so gedacht. So, wo mache ich jetzt die Kristalle hin? Ah, guck mal hier. Den habe ich noch nicht aufgemacht. Oder? Habe ich den schon aufgemacht? Doch, den habe ich schon, oder? Okay, hier könnten wir das Ding einsetzen. Ich glaube, den habe ich schon. Doch. Warte. Nee, hier, guck mal. Nee, den habe ich noch nicht. Den hatte ich zuerst. Dann habe ich jetzt hier zwei, die nach oben rechts holen. So. Da verliert man auch den Überblick. So, was ist denn das hier? Das ist wahrscheinlich ein bisschen, wo die Luft abgebrochen ist. Aha, Nägel weg. Jetzt habe ich Nägel und Stoff. Guck mal hier, Alter. Das geht jetzt ruckzuck. Das dauert ein paar, 2 Minuten, dann bin ich durch mit dem Level hier, ne? Ihr könnt ja die Stoppuhr stellen. 2 Minuten. Stoff muss repariert werden. Hier mit dem Hammer natürlich. Mit den Nägeln natürlich. Und dann mit dem Hammer. Und jetzt kann ich mir mein Mehl mahlen. Oh, schön. Ich kann was? Mehl herstellen. Ja, dann mach mal. Ach, das darf ich nicht sehen. Dafür hat es dann nicht mehr gereicht, eine Animation, ne? So, jetzt habe ich Mehl. So, und ich habe Eier. Wir haben alles. Ich habe das perfekte Brot. Super. Jetzt kann ich... Ach, und das muss ich im Ofen backen, oder was? Hier. Ein funktionstüchtiger... Alles perfekt, ne? Wir wissen. Ja. Hä? Jetzt doof. Okay. Was? Die Kohlen können noch angezündet werden. Ja, dann zünd halt an. Ach, dafür brauche ich wieder Reisig. Entschuldigung. Jetzt habe ich es verstanden. Haben jetzt genügend Vögel gesammelt? Ach hier! Ah! Der letzte Reisig! Man könnte gerade meinen, ich habe es nachgeguckt. Nein, ich habe es nicht nachgeguckt. Wirklich nicht. Ich habe es wirklich nicht nachgeguckt. So, hier. Jetzt da. Guck mal, wir sind fast durch. Wir sind bei 4 Minuten. Backe das Brot gemäß dem Rezept. Oh Gott, jetzt muss ich aber das Rezept erstmal angucken. Wahrscheinlich erstmal Wasser, oder? War das richtig? Dann Mehl? Ach so, ich muss einfach nur... Ist eigentlich, glaube ich, die Reihenfolge egal. Einfach alles zusammenmischen. Aber das mit den Blumen und so weiter und so fort ist ein Geekle. Und in Brot kommt normalerweise auch keine Eier rein. Ich kenne kein Brot, wo Eier reingehören. Ich esse nur veganes Brot. Was ist schiefgelaufen? Was? Ups. Ich dachte, man muss einfach nur alles... Ach du Scheiße. Ja gut, ist ja okay. Ich gucke mir das Rezept nochmal an. Also hier. Wasser.
Blatt. Blume. Eier. Mehl. Warum das Mehl am Ende? Gut, dann für uns klumpt's, ne? Irgendwo stimmt es schon. Aber jetzt habe ich doch alle Zutaten verkackt, oder? Oh, das ist sehr praktisch. Irgendein... Ja, die kleine nackte Fee. Die hat mir jetzt alle Zutaten nochmal gebracht. Finde ich sehr, sehr sympathisch von der. Ja, hier, nimm doch. Hallo? Och, mein Joy-Con war schon wieder ausgeschalten. Blatt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Tischlein deck dich, für diejenigen, die es nicht wissen. Es ist das perfekt. Oh, das sieht aber echt lecker aus, ne? Schmeckt wahrscheinlich scheiße wegen den Blumen und dem Blatt da und so, ne? Aber es sieht halt echt lecker aus. So, wo mache ich jetzt das Brot hin? Soll ich ihm das geben? Lebt er dann wieder? Warte mal, wo muss ich das Brot hinlegen? Was stand da? Ich weiß, wenn ich Brot da rein bestimmt im Rennenpark und das auf einem Podest stehen lasse. Wo ist denn hier ein Podest? Ist das hier das Podest? Das Tor mit der Beschwörung des Vogels verbunden. Der Weg ist die Freiheit. Befindet sich direkt dahinter. Muss ich jetzt hier? Es fehlt etwas. Ach! Jetzt macht die Kristalle auch wieder Sinn. Ich hoffe, ich habe die richtige Anzahl. Ups, ups. Ich war wohl nicht richtig. Achso, hier habe ich ja nur zwei. Hä? 4, 4. Also 2, 4, 4 habe ich. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Oh Gott, das ist hier ewige Suche nach den scheiß Vögeln, weißt du? Okay, warte mal. 1. Ich markiere sie nochmal. Also hier 1. Wir suchen jetzt einfach alle Vögel. 1. Der da unten ist die 2. Der hier. 2. Der hier ist die 3. Dann da vorne war Nummer 4. Dann gab es hier sonst noch irgendwo einen? Hier ist keiner mehr. Es kommt drauf an, wenn du halt irgendwo reinzoomst und das könnte da... Weil hier weiß ich ja auch, dass wenn ich hier reinzoome, ist da ja ein scheiß Vogel. Also das heißt, in der Hinsicht kann hier eigentlich überall noch einer sein. Ups. Genau, 4. Dann hier die 5. Die 6. Die 7. Mhm. Hier war keiner mehr. Hier ist auch keiner. Hier ist auch keiner. Die 8. Die 9. Die 10. Genau die gleichen, die ich vorher gefunden habe, habe ich jetzt gefunden. Also die Anzahl stimmt jetzt wieder. Hier unten ist auch kein Vogel mehr. Hier ist auch keiner mehr, wenn ich jetzt gucke. Nö. Hier vielleicht noch. Boah, das ist aber echt scheiße gemacht, ne? Das ist ein Assi-Vogel oder irgendwie sowas, den du nicht findest oder so. Hier ist noch ein Zoom.
Hier ist aber auch kein Vogel, wenn ich jetzt richtig sehe. Hier kann ich noch reinzoomen, da ist keiner mehr. Jo. 244 ist meine aktuelle Zahl. Hier ist auch keiner mehr. 244. Zwei. Vier. Vier. Toll. Soll ich jetzt raten, oder was? Vielleicht ist noch einer von denen da. Vielleicht ist noch einer von denen da. Vielleicht ist noch einer von denen da. Oder vielleicht doch nicht der hier. Oder vielleicht zwei von denen. Und der hier doch nur drei. Oder noch vier. Ach so, ich hätte auf den Knopf drücken müssen. Ich hätte auf den Knopf drücken müssen. Hä? Achso, warte mal, hier zwei. Zwei, vier, vier war doch richtig. Ich hatte nur auf den scheiß Knopf drücken müssen. Ja, das wusste ich ja nicht. Auf diesen vermaledeiten Knopf, Alter. Jetzt kommt der Feuer. Achtung, geile Animation. Jetzt hier. Wo bist du denn hergekommen? Was war das denn? Habe ich ein Klo runtergespült, was mit dem Feuervogel passiert? Wo ist denn der jetzt? Das, willst du mich verarschen? Wo war denn da ein Feuervogel? Der hat das Brot gefressen und ist dann geplatzt, oder wie? Was ist denn mit diesem Feuervogel los? Alter. Ich weiß nicht, was mich mehr aufregt. Die Tatsache, dass ich einen Feuervogel mich voll gefreut habe, diesen mysteriösen Feuervogel zu sehen. Oder rauszufinden, wie es aussieht, wie der das Brot auffrisst und so, ob es wirklich schmeckt oder eben nicht. Oder, dass mich aufregt, dass ich einfach nur nicht auf diesen scheiß Knopf gedrückt habe. Ich habe einfach die Tauben alle nochmal gesucht. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht, von vornherein. Ich habe die scheiß Tauben halt nochmal gesucht und habe dann den... Ach. Und habe einfach nicht auf den Knopf gedrückt. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Ich wusste nicht, dass da unten ein Knopf ist. Naja, wie dem auch sei, wir haben es durchgespielt. Auch Folge 4 haben wir durchgespielt. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, denkt bitte an die Bewertung und Kommentare. Wie gehabt machen wir das einfach so. Wenn ich merke, dass ihr immer noch interessiert an diesem Spiel seid, dann machen wir auch gerne noch weiter. Wenn ihr sagt, so, jetzt reicht's auch langsam mal, Tobi, du stellst dich einfach zu doof an. Außerdem sieht man den Feuervogel nicht, das Spiel ist scheiße. Dann können wir da gerne einfach auch was anderes spielen, aber ich überlasse das einfach euch. Ihr dürft mitentscheiden. Ihr kennt das ganze Prozedere. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.